Willkommen zurück bei einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind hier zurück in diesem Flusslauf. Und ich habe nachgeguckt, ob wir hier was übersehen haben. Denn ich hatte keine Lust, nochmal alles abzusuchen. Und es hat sich herausgestellt, ja, wir haben etwas übersehen. Nämlich dieses östliche, namenlose Mausoleum, das wir jetzt heute machen werden. Dann wurde ich in den Kommentaren noch erwähnt, dass ich diese Höhle hier übersehen habe. Das heißt, die werden wir auch nochmal machen. Glücklicherweise sind wir immer noch Scout Level 4. Es hat sich also nicht wirklich viel geändert. Ich bin gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Es ist natürlich ein Boss. Rakshasa. Okay. Lässt sich nicht staggern. Nimm das. Macht auch bluten. Oh. Da war ein Stagger. Kleiner. Oh. Ich wollte gerade sagen, das kann ich auch, aber es hat nicht geklappt. Meine Fresse, lass mich weg. Okay. Ah, leider nicht so eine hohe Reach. Oh, das Dagger nice. Er hat, oder sie hat, auch eine Heilung. Verdammt! Sind hier mit wundervollen 140.000 Seelen Runen reingerannt. Ich muss besser spielen. So ist das. Holy moly! Wie oft kannst du das denn machen, bitteschön? Ah, jetzt bist du leer. Okay, leider habe ich nicht mehr wirklich viele Heilung. Mir nicht ganz klar, wann sie staggert und wann nicht. Das Spiel bräuchte echt irgendwie eine Poise Bar. Okay. Wir sind tot. Aber wir haben eine Marika-Statue, von dem her ist es nicht so wild. Das Spiel bräuchte wirklich eine Poise Bar. Vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt von Nioh, weil da wirklich einfach alles super schön angezeigt wird. Also generell von den Team Ninja Spielen, das ist bei Wolong ja nicht anders. Und ja, das ist halt einfach wesentlich besser, wenn man die Informationen als Spieler hat. Nicht wahr? Das dreimal. Oh. Okay, das war nichts. Ich bin ein bisschen in der Ecke festgehangen. Tricky. Aber sollte eigentlich nicht so wild sein. Ich weiß einfach momentan gerade nicht, wann ich angreifen kann. Es sieht so aus, als kombot sie da fröhlich weiter. Egal, was ich tue. Mann, visier einfach an.
Wann hast du mal eine Downtime? Ich glaube, ich muss einfach die Heavies verwenden. Weil die scheinen garantiert ein Stagger zu sein. Aus irgendwelchen Gründen. Au. Okay. Dann war sie schneller. Okay, Heavies verwenden für einen garantierten Stagger. Ich glaube, das ist wahrscheinlich the way to go hier. Weil ansonsten gibt es einfach nicht wirklich viele Openings. Plus natürlich die Spezialangriffe. Die gehen auch anscheinend durch. Auf ein neues. Ich glaube, diesmal sind die Runen relativ nah dran. Ah, geht. Zum Glück ist uns die Range ein bisschen höher. Warum hast du nicht getroffen? Grundgütiger, warum brauchst du so lange für den scheiß Angriff? Sie springt einfach drüber. Das ist tricky. Okay. Geht eigentlich ganz gut, weil wir da die höhere Range haben. Komm, mach dein Schwingding wieder. Okay. Diesmal nicht. Ja, das war ein Hit-Trade. Wobei Hit-Trade ist für uns nicht so schlecht. Aber wir müssen auch traden. Autsch, Mann! Warum spiele ich so scheiße gerade? Nochmal? Ne? Ja. Ah! Ich krieg grad nichts auf die Reihe. Neue Aufnahme. So. Das kann ich auch. Okay, gut. Was machst du da? Verdammter Backstep. Oh nein! Du hast mich erwischt. Oh. Okay, halbe HP, wir haben 3 Heilungen. Hab ich denn alle Heilungen verballert? Ah, das ist auch scheiße, irgendwie ins verdammte Leere zu hauen immer. Okay. Gut.
Wenn ich richtig spiele, brauche ich nämlich nicht so viele Heilungen. Da kommen zwei Jump Attacks hintereinander. Ah, du bist eine blöde Bitch, ey. Was für eine blöde Bitch. Ah, zwei Jump-Angriffe hintereinander. Die gibt mir gerade richtig Probleme. Aber sie frisst gut Schaden. Das ist ja auch schon mal was. So. Okay. Ja, mach das weiter. Okay. Nein. Interessanterweise kann sie mich auch nicht wirklich staggern. Auch nice zu wissen, wenn das wäre auch für uns nice, wenn wir eine Poise Bar hätten. Okay, heilst du dich? Noch nicht. Okay. Au, ich dachte, wir wären weit genug weg. Heißt du dich? Noch nicht? Ja, jetzt gebe ich dir direkt wieder einen mit. Gut, ich mag den Angriff. Da hat sie nicht wirklich viel Range. Au. Ah. Mann. Warum spiele ich gerade so scheiße? Ich meine, wir haben 6 Flaschen verballert für nicht wirklich viel. Unglaublich. Eigentlich ist es nicht schwierig. Ich weiß nicht, warum ich gerade so viele Probleme mit dem Mistvieh habe. Ich sollte meine Spezialangriffe auch mehr verwenden. Wir haben das Mana. Also ein bisschen Mana. Und das sollte man auch verwenden. Ah! Das ist das Problem. Ich heile und dann werde ich sofort wieder getroffen. Warum hat es diesmal keinen Stacker gegeben? Ich verstehe es nicht. Die Mechaniken dieses Spiels teilweise. Okay, gut. Zu greedy vielleicht. Oh. Ich war so low. Okay. Ich habe nicht auf meine HP geachtet. Ich dachte, wir hätten mehr. Ich dachte, wir hätten mehr HP. Nun gut. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Wir werden sehen. Wie gesagt, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass die super schwierig ist. Aber... Oh! Warum bist du viel schneller?
Okay, wir müssen heilen. Gut. Autsch. Meine Güte! Lass das! Geht das noch mehr Glück als Verstand? Heißt du dich? Nein. Jetzt. So, machen wir mal das zur Abwechslung. Autsch. Ah, ich darf nicht zu nah dran stehen, wenn ich... Ach, Mann! Nimm das. Nah dran. Was hält ihre Heilung durch und wir haben noch 7. Okay. Okay, warum ging das ins Leere? Man weiß es nicht. Bisschen falsches Timing. Oh, nein, 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 nein. Er liegt zweimal. Na komm, wir haben noch einen. Keine Ahnung, warum das kein Crit war. Aber ist egal. Und tschüss. Geht doch. 90.000. Rakshasas Großkatana. Das könnte unter Umständen interessant sein. Guter Blutverlust. Ich denke, wir werden das leveln. Geschickskalierung C ist jetzt nicht so wild, aber der Basisschaden, ja, ist nicht schlecht. Wie sieht es mit der Rüstung aus? Sortieren wir nach Schadensresistenz. Sieht wohl so aus, als ist das einiges schlechter. Ich find's nicht mal hier. Dann Schuppenrüstung. Schmelztiegel. Ich find sie gerade nicht. Da. Ah, die ist doch einiges schlechter. Aussehen. Ah, ist auch ein bisschen fragwürdig. Bleiben wir wohl dabei. Ich denke, wir können das Katana mal leveln. Und dann gucken wir mal, wie es ist. Ich meine, wir haben massig Steine. Von dem her... Ich denke, keinen Grund, das nicht zu tun. Und dann gucken wir uns das... Können wir mal gucken, wie das
Katana dann aussieht. Okay, das möchte ich nicht unbedingt leveln. Nahkampfwaffen. Okay, wie... Wo ist unser Katana? Das hier. Das ist bereits auf plus 1. Blutgeströme 1. Okay, braucht Dunkelschmiedesteine. Wir leveln einfach mal hoch. Oh, es geht auf dem B hoch sogar. Oh, teilweise geht die Skalierung hoch. Das war mir nicht bewusst. Okay, 379. Okay, wie hoch ist das Ding jetzt? Die Skalierung vom Mondschleier ist nice, aber die Skalierung von der Meteorklinge ist ziemlich Banane. Aber es geht halt mit Weisheit, ne? Das ist halt das, was wir, geskillt haben. Also, was haben wir? Gesamthaft sind das etwa 380. Ja, der Damage von dem Ding ist ähnlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es weder besser noch schlechter ist. Lass es uns mal probieren. Ich das Ding auch mal leveln? Das skaliert mit dem Arkan-Dings, das wir jetzt geskillt haben. Wenn wir schon hier sind. Was kostet Level Up? Okay, wir haben sowieso nicht genug. Waffe verstärken. Ich glaube, wir haben die Mods. Von dem her, warum nicht irgendwelche Katanas hochleveln und ein bisschen ausprobieren. Blutige Ströme war es, glaube ich. Ich will einfach mal sehen, wie die ob die Skalierung sich irgendwie ändert. Okay. Dex kommt auf ein C runter. Braucht auch Dunkelschmiedesteine. Ich vermute, es ist schlechter. Okay, lassen Sie wieder ins Zwischenland, nicht ins Zwischenland, in das Reich der Schattenporten. Und zwar gehen wir jetzt mal hier weiter. Eigentlich möchte ich einen Gegner haben, wo wir das ausprobieren können, sauber. Okay, das ist jetzt das ist das Großkatana. Okay, blutige Ströme ist auf dem B mit Geschick runter. Damage ist nicht so prickelnd. Aber vielleicht proc das Bluten besser bei dem. Hier ist der Damage halt ziemlich nice. Aber skaliert halt nicht mit Weisheit, dass wir geskillt haben. Ich denke, ich werde dann wieder auf die beiden wechseln. Ich meine, wenn wir jetzt so oder so nur gegen Trash-Mobs kämpfen, dann können wir das auch probieren. Ne, das war weiter oben. Okay, ich denke, wir gehen jetzt einfach mal hier entlang und schnetzeln uns ein bisschen durch. Wir können hier sowieso nicht reiten, oder? Ja, genau. Hat sich nichts geändert. Werden wir in der nächsten Episode wahrscheinlich noch das Dungeon machen. Also wenn wir jetzt hier noch irgendwie... Ja gut, ein Schaf ist jetzt nicht unbedingt der beste Gegner, um etwas auszuprobieren. Was ist eigentlich der Spezialangriff? Okay, den sie auch gemacht hat. Hin und zurück. Okay, ich weiß nicht, wie nützlich das ist. Sieht wahrscheinlich ein bisschen zu langsam.
aber man wird sehen. Und ich hoffe vielleicht, dass das Blut ein bisschen besser prockt mit dem Ding. Ich verstehe generell nicht wirklich. Das ist auch schade, dass man die auch Element aufbaut. Dass man keine Elementaufbauanzeige bei den Gegnern hat. Man selber hat die, aber bei den Gegnern gibt es keine. Das ist auch etwas, das bei Nioh wesentlich besser ist. Da sieht man halt einfach wirklich alles. Sieht man, okay, das Element ist komplett für den Arsch bei dem Boss. Man sofort ein Feedback als Spieler. Und hier ist halt einfach, ja, rate mal. Oder guck's online nach, wie du willst. Okay, das ist eine neue Gnade. Das ist eine neue Gnade. Ich vermute mal, wir können den Spezialangriff auch nicht umschmieden. Ich glaube, das ist bei allen so, die Dunkelschmiedesteine verwenden. Versteckt euch, macht kein Laut. Wartet auf. Kämpfen ist Quatsch. Was? Duckt euch im Dickicht. Okay. Kämpfen ist keine Option. Ich gebe dir gleich Kämpfen ist keine Option. Oh, okay. Das Ding ist komplett immun. Okay. Wir müssen uns die Nachrichten wohl nochmal durchlesen. Abgrundwald, wie heißt die Gnade? Abgrundwald, okay. Also, was stand hier genau? Versteckt euch, macht keinen Laut. Wartet still auf eure Chance. Kämpfen ist keine Option. Was ist unsere Chance? Okay, ich will erstmal mein Zeug wiederholen. Mann! 200.000 Runen für den Arsch. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist. Oh. Was soll's? Es sind nur Runen. Ich wollte mich ärgern, aber habe ich gemerkt, ah, scheiße, es sind nur Runen. Who cares? Okay, wie funktioniert das hier genau? Müssen wir wieder Rätselspiele machen, FromSoft? Was heißt wartet auf eure Chance? Die Chance wofür? Wo ist der Penner? Ah, der steht da. Na toll, wir wollen neues Schwert ausprobieren, dann haben wir einen Gegner, der keinen Damage frisst, ey. Ach, das ist doch beschissen. Keine Ahnung. Ich meine, wir können jetzt einfach drum rumrennen, aber das ist irgendwie auch witzlos. Das ist irgendwie auch witzlos. Wie können wir diesen Knilch besiegen? Eigentlich mag ich solche Sachen. Okay, hier. Oh. Okay, super viel Damage macht's nicht. Hä?
Oh, das war Bluten. Okay. Nice. Dann den schweren. Okay, ist einfach dasselbe. Ich glaube, das war wieder Bluten. Okay, gut. Gehen wir hier hinten hin. Wir kunden zu Fuß. Ist eigentlich auch mal schon wieder schön. Das Problem ist nur, das Gebiet ist ein bisschen zu riesig. Ist das wieder einer von denselben? Ne, ich glaube nicht. Das Schwert ist langsamer als die anderen. Aber es sieht wirklich so aus, als würde Bluten besser proppen bei dem. Es kann sein, dass es auch einfach an den Ratten lag. Bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher. Au. Lass das. Okay, Schmiedesteine. Kann man immer brauchen. Hier hinten liegt nochmal was. Ein Skardu-Fragment. Oh, okay. So spielen wir also. Man muss hier echt alles gründlich absuchen. Weiß nicht, wie man da hochkommt. Der Sumpf gibt uns keinen Wahnsinn. Das ist schon mal gut. Ne, hier geht's nicht hoch. Vielleicht, wenn wir das Pferd wieder zurück haben. Oder hier verwenden können. Vielleicht ist der Knilch der, der die Angst verursacht. Und wenn wir den aus dem Weg räumen, dann können wir mit dem Pferd wieder arbeiten. Unsicher. Aber gut, ich denke, wir gucken uns das in der nächsten Episode mal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise, nein, ich denke, wir machen erstmal das Dungeon. Dann haben wir das aus dem Weg. Und können uns dann in Ruhe hier umsehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.